heutigen Brookhaven Roleplay Video fahren wir auf Klassenfahrt, aber es gibt leider ein kleines Drama. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Bevor wir ins Wochenende gehen, Klasse, möchte ich noch ganz kurz eine Ankündigung machen. Wir machen eine Klassenfahrt. Wow, eine Klassenfahrt? Wo fahren wir denn hin? Das ist mega cool. Leonie, das kommt drauf an, wo wir hinfahren. Wenn wir ins Museum fahren, wird es mega langweilig. Hä? Aber ist eine Klassenfahrt nicht über Nacht und ein Tagesausflug über den Tag? Leonie hat recht. Der Klassenausflug ist nicht nur ein Tagesausflug, sondern wir werden da auch übernachten. Ha, siehst du, Luca, ich hab recht. Ja, weil du ein Streber bist. Bin ich gar nicht. Ist sie echt nicht, Luca? Okay, okay. Chillt mal alle. Gut, wenn ihr jetzt wieder aufpassen könnt, wir fahren ins Brookhaven Camp. Da werden wir campen und jeder, der nicht mitfahren kann, muss in der Schule bleiben. Und wie lange fahren wir dahin? Also nur einen Tag oder wie lange? Wir übernachten einen Tag, bleiben tun wir zwei Tage, den ersten und den zweiten Tag und dann geht's wieder zurück nach Brookhaven. Starten tun wir am Montag in der Früh um 8 Uhr, ganz pünktlich. Da wird der Bus losfahren und wir werden auch ein Stück dann wandern. Das ist ja cool. Und müssen wir unsere eigenen Zelte mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Die stellt die Schule. Dann seid ihr jetzt entlassen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns Montag zur Klassenfahrt. Boah, ich freue mich so. Klassenfahrt. Dann haben wir zwei Tage keine Schule. Oh mein Gott, es ist mega. Ich freue mich auch total. Das wird richtig cool. Campen ist einfach nur mega toll. Yo, Campen ist richtig cool. Da freue ich mich drauf. Oh, ich glaube, meine Mutter ist gerade reingefahren. Wir sehen uns dann Montag, okay? Bis später. Freust du dich denn gar nicht, Nena? Ich freue mich mega, dass wir campen gehen. Stell dir mal vor, da können wir wahrscheinlich grillen und in einem Zelt schlafen. Wir müssen uns unbedingt noch aufteilen. Ich würde gern mit dir in einem Zelt schlafen. Entschuldigung, hallo? Ja, es tut mir leid, aber du weißt genau, Nena ist meine beste Freundin. Ja, dann gucken wir halt, ob wir ein Dreierzelt bekommen. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, okay, ist ja gut. Es tut mir leid. Nena, du sagst gar nichts. Hm, ich weiß nicht, Leonie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich unbedingt mit zum Campen möchte. Vielleicht lasse ich mich lieber von meiner Mama krank schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. In einem Zelt schlafen mit der ganzen Klasse. Ach, ich glaube, das wird mega cool. Lass uns doch einfach später telefonieren und dann im Internet einfach nachgucken, was Campen so mit sich bringt. Und dann sind wir perfekt vorbereitet für Montag. Okay, das hört sich gut an. Gut vorbereitet sein ist immer gut. Nehmen wir dann ein Dreierzelt? Ja, wir nehmen ein Dreierzelt. Später. Boah, ich muss es gleich Mama erzählen. Das ist so unfassbar cool, dass wir zum Campen fahren. Mama? Ein paar Sekunden später. Ich sauge gerade. Die Frage ist, wo sie gerade saugt. Mama, bist du hier oben? Oh, hi Mama. Was ist denn los, mein Schatz? Ich mache gerade die Wohnung sauber. Ich habe keine Zeit. Mama, stell dir vor, wir fahren zum Campen mit der Klasse von Montag bis Dienstag. Das wird mega cool. Wir müssen nur Klamotten mitnehmen. Die Zelte, die werden gestellt. Ist das nicht toll? Und wir müssen auch nichts bezahlen. Wow, mein Schatz, das klingt ja super, super toll. Muss ich dich denn hinfahren oder fährt ein Schulbus? Nein, Mama, du musst mich nicht hinfahren. Der Schulbus fährt pünktlich um 8 Uhr am Montag weg. Super, mein Schatz. Ich freue mich für dich. Aber denk dran, am Montag muss ich früher arbeiten. Das heißt, da musst du selber aufstehen, okay? Klar, das kriege ich locker hin. Drei Tage später. Ist schon... Ein paar Sekunden später. 20 Minuten später. Was klingelt denn da die ganze Zeit? Oh je! Das war der Wecker? Ich habe ihn weggeklickt. Zweimal? Ist nicht mein Ernst. Oh nein! Es ist schon mega spät. Okay, ich muss mich mega schnell umziehen und dann in die Schule fahren. Oh Gottes Willen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ha! So, ich bin fertig. Ui, die Sonne geht schon auf. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät in die Schule. Ich habe vergessen, Zähne zu putzen. Mist, das muss ich jetzt noch schnell machen. Ein paar Sekunden später. Oh,
So, das muss reichen. So, dann bin ich aber ready und ab in die Schule. Oh Gott, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Aber eigentlich sollte ich rechtzeitig sein. Wobei, es ist schon mega krass hell. Ob ich das schaffe? Oh, da steht noch der Bus. Gott sei Dank. Was? Nein! Nein, 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 nein! Hallo? Seid ihr einfach ohne mich gefahren? Wieso? Ich hatte mich so auf den Ausflug gefreut. Was mache ich denn jetzt? Alle meine Freunde sind dabei und ich bin dann die Einzige, die nicht sagen kann, wie der Ausflug war. Ein paar Sekunden später. Oh, ich weiß. Ich frage einfach die Rektorin. Vielleicht ist sie da. Hallo, Frau Rektorin? Keine Antwort. Wo könnte sie denn sein? Oh, da ist sie ja. Frau Rektorin. Hallo, was kann ich für dich? Du bist doch Leonie. Warum bist du nicht auf der Klassenfahrt? Das ist genau mein Problem. Ich habe vielleicht verschlafen. Und dann habe ich vielleicht den Schulbus verpasst. Und jetzt wollte ich sie fragen, ob sie mich vielleicht hinfahren können. Weil dann kann ich trotzdem noch mitmachen. Also, ich hoff's. Was? Nein, ich muss hier arbeiten. Wie stellst du dir das denn vor? Ich kann dich nicht hinfahren. Du kannst deine Mutter fragen. Die kann vielleicht dem Schulbus hinterherfahren. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, okay. Aber dann rufe ich mir meine Mama an, okay? Und frag sie, ob sie mich abholen kann. Sie haben gesagt, 2 Stunden. Das bedeutet, dass wir dann ungefähr 2 Stunden Zeit haben, dass ich doch noch mitmachen kann? Ja, genau so ist es. Und falls du deine Mutter nicht erreichst, müsstest du bitte in eine andere Klasse gehen. Okay. Oh je. Dann probiere ich es mal bei Mama. Ich hoffe, sie geht ran. Aber sie ist vermutlich noch in der Luft im Moment. Nee, sie geht leider nicht ran. Ich schreibe ihr am besten mal eine SMS. Hi Mama, SOS. Hab den Bus verpasst. 2 Stunden später. Ach, so ein blöder Tag heute. Oh, ist es Mama? Mist, ich muss mir erst die Hände waschen. Ein paar Sekunden später. Mama? Hallo mein Schatz, ich habe deine SMS bekommen. Ich bin gerade gelandet. Was ist denn los? Mama, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe aus Versehen verschlafen. Du hast was? Ich habe dir extra gesagt, dass du deinen Wecker stellen sollst. Aber Mama, ich habe den Wecker gestellt und ich habe trotzdem verschlafen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall ist der Schulbus direkt an mir vorbeigefahren. Mama, kannst du mich bitte abholen und hinfahren? Ach, Schatz, ich hatte gerade Nachtschicht, aber okay, ich komme vorbei und fahre dich dann hin. Wie weit ist es denn? Es ist das Brookhaven Camp. Meine Mitschüler, die gehen dahin. Also vermutlich sind sie gerade schon angekommen, weil ja schon 2 Stunden vergangen sind. Aber ich glaube, das Camp an sich ist nicht wirklich weit. Okay, mit dem Auto sollte man das schnell erreichen können. Ich bin gleich da, Schatz. Danke, Mama. Du bist die Beste. 20 Minuten später. Mama, sind wir denn gleich da? Ja, mein Schatz, wir müssten gleich da sein. Die nächste... Ja, guck, hier ist das Camp. Die nächste links. Wunderbar, mein Schatz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und das nächste Mal verschläfst du bitte nicht, okay? Mach ich, Mama. Bis später. Hi! Ich bin doch noch da. Was guckt ihr denn alle wie 7 Tage Regenwetter? Digga, wir mussten gerade 2 Stunden wandern. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Wo warst du, Leonie? Ob ich vielleicht überhaupt noch Füße habe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Unsere Lehrerin ist wahnsinnig. Also ehrlich gesagt fand ich es richtig cool. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Wow, ich wusste gar nicht, dass Wandern einfach so toll ist. Aber Leonie, erzähl mal, warum warst du so spät? Warum bist du nicht mit uns mit dem Bus gefahren? Du hast die ganze Wanderung verpasst. Ehrlich gesagt habe ich am Anfang richtig viel geheult, dass ich die Wanderung verpasst habe. Aber wenn ich euch so sehe, wie ihr hier rumkeucht, dann bin ich irgendwie froh, dass ich sie verpasst habe. Ich habe verschlafen und meine Mama hat mich dann hergefahren. Deswegen bin ich ein bisschen später dran. Kinder, das Feuer ist fertig. Setzt euch hin und nehmt euch alle Marshmallows. Oh, wow, cool. Ich bin also zur perfekt richtigen Zeit gekommen. Marshmallows. 20 Minuten später. Schön, dass du es doch noch geschafft hast, Leonie. Ich bin auch mega froh. Ich wäre echt richtig traurig gewesen, wenn ich das hier verpasst hätte. Ja, wir waren auch schon richtig traurig, dass du nicht dabei warst, Leonie. Schön, dass du jetzt da bist. Es ist hier wirklich einfach nur traumhaft schön. Ja, dann
Esst noch ein bisschen was und danach müssen wir unsere Zelte aufbauen. Dann war es aber mit diesem Brookhaven-Video von heute. Ich danke Leonie für ihren Kommentar auf meinem Community-Post, wo ich euch gesagt habe, ihr könnt euren Namen in die Kommentare schreiben und ich nutze diesen Namen dann für ein Roleplay. Gewonnen hat die Leonie. Grüße gehen raus an dich, Leonie. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich liebe deinen Namen und auch die Namen von deinen Freunden. Und falls ihr auch mal dabei sein wollt, dann passt immer auf, dass ihr meinen Community-Post immer seht und da auch kommentiert euren Namen und dann könnt ihr vielleicht auch mal in einem Video vorkommen. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!